Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr EDGAD Home auf eurem Synology NAS aktualisieren könnt, wenn es eine neue Version gibt. In dem Fall den Docker-Container. Wir legen los. Wir melden uns einmal im Synology NAS an und einmal noch im EDGAD Home. Hier müsst ihr nämlich einmal kurz die Einstellungen prüfen. Im Normalfall habt ihr ja nur diese zwei, die sind standardmäßig hinterlegt. Und wenn ihr andere Spiellisten hinzugefügt habt, müsstet ihr die nochmal rauskopieren bzw. separat abspeichern, weil in dem Punkt, wenn ihr das Update einspielt vom EDGAD Home, er leider die Konfiguration verliert. Ich konnte es leider noch nicht hinbekommen, dies so einzustellen, dass wenn wir den EDGAD aktualisieren, also den Docker-Container oder das Docker-Image, dass das Image gleich bleibt. Wir können es ja jetzt erstmal ausprobieren. Das heißt, wir gehen einmal hier auf Synology NAS. Dann gehen wir hier einmal kurz auf die drei Striche bzw. auf die Punkte oben. Gehen dann einmal auf, müssen wir erstmal wieder suchen, Container Manager. Dann gehen wir hier in den Container rein. Dann machen wir hier einmal Aktion, Stopp. Wir können es ausprobieren. Also sonst habe ich es immer so gemacht, das Image einfach drüber geprügelt, also drüber installiert. Aber ich kann ja mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich es jetzt stoppe. So, dann gehe ich auf Image und dann sage ich EDGAD Home und wir möchten gerne Update verfügbar. Genau. Latest Version. Containerdateien wurden. Genau. Da ist nochmal der Punkt dabei. Ich konnte es leider nicht herausfinden, wie man das machen kann. Müsste ich später mir nochmal anschauen, ob das möglich ist. Wahrscheinlich mit speziellen Verzeichnissen, die nicht im Container liegen, sondern einem extra Verzeichnis auf dem NAS. Aber das geht bei mir leider noch nicht. Das heißt, wir gehen einmal auf Aktualisieren. Dann steht hier auch nochmal Datenverlust. Gehen auf Aktualisieren. Je nach Zeit braucht er dann halt kurz. Dann werdet ihr das auch gleich schon sehen, ob er wieder funktioniert oder nicht. Aber ich vermute, es ist so, dass er den Dienst so automatisch beendet, wieder startet. Das heißt, ihr müsst es eigentlich gar nicht beenden. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder auf Container und möchten den jetzt gerne wieder starten. Genau, dann steht nämlich auch erstellt. Also wird es wahrscheinlich jetzt auch wieder leer sein. Das heißt, wir gehen einmal ins Protokoll rein. Da haben wir jetzt noch keine Daten. Gehen wir mal kurz raus. Ah, hier, Protokoll ist da. Und ihr seht schon, Port 3000. Also er hat es wieder zurückgesetzt. Das heißt, jetzt dürfte er hier nicht gehen. Genau. Jetzt müsst ihr nämlich einmal den Port 3000 eingeben. Und jetzt kommt dieser Ersteinrichtungsassistent, wo ich euch schon das erste Video gemacht habe. Falls ihr einen Tipp habt, wäre super, dann kann ich das nämlich gegebenenfalls beim nächsten Update so einstellen, dass es halt nicht jedes Mal zurücklöscht bei dem Container. Ich konnte das halt bisher noch nicht herausfinden, wie man das macht. Wir gehen einmal auf wieder anfangen. Dann kann ich euch das nämlich genauso zeigen, wie wir das nämlich schon mal hatten. Das heißt, wir gehen einmal auf den Ethernet-Anschluss, das ist wichtig, hier. Und der Part bleibt gleich und ihr seht, das ist das, wo ich euch die Screenshots gezeigt habe, oben der Port 3000 und in dem Fall müssen wir es auf diese Schnittstelle zuweisen. Wir gehen dann auf Weiter. Dann geben wir in dem Fall das Kennwort ein, möchten dann das Kennwort aber auch nochmal benutzen, gehen auf Weiter. Und dann habt ihr halt auch wieder das Foto mit den Einstellungen, das heißt, der Rest ist eigentlich jetzt wieder gleich. Wir gehen auf Weiter, wir gehen auf Übersicht öffnen. Jetzt können wir uns auch schon wieder anmelden. Und an sich ist die Einrichtung recht schnell wieder erledigt. Das sind nur Kleinigkeiten. Aber am besten ist halt, wenn ihr die Einstellung einmal kurz vorher euch notiert. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier auf Filter, DNS-Sperrliste und ihr seht, es war nur eine an. Jetzt mache ich die zweite an. Und ihr seht auch, es aktualisiert. Nach aktualisieren suchen und der DNS ist bei mir auch schon in der Fritzbox hinterlegt, das heißt, der verweist automatisch auf den Docker-Container. Ja, ihr seht auch schon, dass die Geräte wieder hochkommen. Er hat auch schon wieder ein paar DNS-Anfragen
übernommen. In dem Fall seht ihr hier das MacBook, mit dem ich gerade das Video mache und dann noch ein paar andere Sachen wie die HomePods. In dem Zeitraum, wo ihr natürlich das Update macht, ist kurzfristig das Internet weg, weil der DNS ja nicht mehr vorhanden ist. Genau. Ja, das war das Update gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Für Daumen hoch, wie auch Freund. Dankeschön.